Und da sind wir wieder back. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt gerade ins Wort geschnitten habe. Keine Ahnung. A baseball bat. Aber wir sind wahrscheinlich zu fett, ne? Ja, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ich habe eben schon kurz eine Aufnahme gehabt oder gestartet hier. Wir sind schon rausgelaufen. Und ihr werdet es nicht glauben, das Spiel ist die ganze Zeit abgestürzt. Also einfach ausgegangen. Noch nicht mal Blackscreen oder so, sondern einfach wupp, weg. Jetzt haben wir hier irgendwie 4 oder 5 Stunden schon aufgenommen und dann passiert sowas. So, Cedar, was? 25 und das Ding hat 33. Was machen wir hier überhaupt? Weg mit dem Scheiß. Kevin, kannst du haben. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es jetzt funktioniert. Keine Ahnung, ich habe nichts geändert. Alles ist cool wie immer. Der PC läuft auf, was weiß ich, 0% Leistung, wenn ich das Spiel anhabe. Es verbraucht einfach nichts. Und dann geht einfach der Ding aus. Also das ist schon ein bisschen frech. So, also hier ist es einmal ausgegangen, direkt als ich die Alt gekillt hatte. Ich war hier drin, hab das Zeug geholt und dann ist es hier hängen geblieben und ausgegangen. Halt die Gosch da oben, gell? Ich bin noch nicht fertig hier. Er schießt einfach. Also wirklich so ohne Warnung, einfach aus, keine Ahnung. Ich hatte gesagt, dass wir... Oh. Ah ja, genau. Das war auch gerade eben schon. Ich mache kurz das Radio an, dann können wir das mithören. Erstens mal hatte ich gesagt, dass es sehr leise ist. Automatisierte Nachricht wiederholt. Hier ist Halens und wir brauchen eure Hilfe, bla bla bla. So, das hat sie gerade eben gesagt. Dann, dass Anime-Fan, Snake-Anime-Fan, sich einen Namen gewünscht hat für die Gatling-Gun, und zwar die dicke Bertha, so werden wir sie nennen. Vielleicht nicht zwingend jetzt in dieser Folge, aber so werden wir die Gatling-Gun dann nennen. Und ich habe noch gesagt, dass wir mit der Musik, dass mir Miner Swin gesagt hat, dass ich die Musik auch austauschen kann. Es geht schon wieder einfach aus. What the fuck? Also ich habe jetzt eben eine kleine Änderung gemacht, denn ich habe es auf Ding gestellt, auf Borderless. Das war eine, warte mal, ich mach's nochmal an, das war ein Vorschlag, dass man... Nicht auf Fullscreen stellt, ich bin ja gerade in der Einstellung, sondern auf Borderlands. Borderlands. Ja. Fenstermodus und ohne Rand. Darauf würde es ultra. So würde es am besten gehen, so würde es nicht ständig abstürzen. Es wundert mich, warum es ständig abstürzt. Wir hatten das die ganze Zeit nicht. Ich bin gerade hier noch in den Einstellungen. Sorry für den Blackscreen jetzt, aber. Das ist echt leicht kotig. Das ist sehr kotig. Wir versuchen noch was. Wartet mal. Ich starte jetzt mal wieder. So. Jetzt will ich das zumindest für die Aufnahme hier, warum kriege ich die Maus jetzt nicht runter? Hä? Ach, scheiße, jetzt hängt die Maus! Hat der mich gerade verarschen? Ich kann die Maus nur in der Mitte bewegen, nicht in das Ding reinklicken. Das ist ja wirklich fantastic. Warte mal. Oh, das ist ja richtig edel. Selbst hier im Taskmanager kann ich es nicht machen. Hat der mich verarschen? Fallout beenden, so. Das macht natürlich Spaß ohne Ende, ne? Spielen. Auf ein neues und... Ich glaube, jetzt funktioniert's, oder? Geht's jetzt? Ja, jetzt bin ich zumindest hier mit der Maus im Spiel. Ja, weiter. Ich porte mich jetzt gleich mal direkt weg. Ich habe schon gesagt, vielleicht liegt es einfach an der... Vielleicht ist da irgendwas verkantet, vielleicht stuck da irgendwas und lässt das Spiel abstürzen. Wir hatten ja, wie gesagt, die letzten paar Stunden nichts, hatten keine Probleme, alles war cool. Und deswegen mache ich das jetzt mal kurz. Es müsste ja zumindest eine Fehlermeldung oder irgendwas ähnliches kommen. Es passiert einfach gar nichts. So, wartet mal. Wir sind hier noch zu nah an den Gegnern dran. Ich schlapp weg und porte uns mal nach Hause und benenn die Waffe um. Und vielleicht läuft es ja dann so versteckt. Sind wir auch so weit genug weg? Keine Ahnung. Testen mal. Ja. Läuft. Awesome Tales! Er ist so eine Version des Skills unglaublich überwältigend, der dir einen einzigartigen Bonus verleiht über... Aha, aha. Okay. Gut, gut, gut. Sehr, sehr schickes Bild da vorne drauf. So, wir sind daheim. Ich speichere nochmal. Und jetzt... Na komm, ich speichere einmal richtig. Es waren jetzt alles nur Schnellspeicherungen. Dann benenne ich mal die Gatling Gun um und wir sind einfach mal gespannt, ob es gleich aufhört wieder, das Spiel. Halt. Erstmal den Scheiß weggeben. So.
Damit wir die überhaupt tragen können, so dick wie wir sind. Ja, jetzt habe ich beides genommen. Dumm, 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 dumm. Fatman, dich wollten wir nicht haben. Zwei Stück haben wir. Ah ja, einen wollen wir dismanteln. Einen wollen wir dismanteln. Hey, hast du einen Augenblick Zeit? Ich wollte dir dafür danken, dass du uns in Concord geholfen hast. Hätten wir dich doch nur eher getroffen. Ja gut, ich sag's mal so. Ich sag's mal so. Was ist euch denn zugestoßen? Um es kurz zu machen. Seit dem Angriff auf Quincy sind wir unterwegs. Wir waren mal mehr. Mein Sohn ist fort. Und sein Name ist Sean? Wie war sein Name? Kyle. Mein Sohn hieß Kyle. Das ist schlimm. Das ist schrecklich. Eltern sollten ihr Kind nicht verlieren müssen. Nein, sollten sie nicht. Ich glaube nur, dass ich mehr hätte tun können. Naja. Danke nochmal. Sanctuary. Ich wusste, dass du hierher zu uns kommen würdest, Kind. Deine Energie ist an diesen Ort hier gebunden. Das ist ja auch mein Haus hier, Dumbatz. Komm, wir antworten mal. Wir sind mal Pisser. Ich hoffe, die Farbe meiner Energie ist blau. Gut so. Lachen ist die beste Medizin. Denn das hier ist nicht deine Welt, nicht wahr? Ich hab dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Okay. Es ist Schluss mit den Camps, Mademoiselle. Ne, komm hier. Hier, hab schon welches. Gönn's dir ab und zu wohl selbst mal einen Kick, was? Das wird reichen. Und jetzt führt mich mein Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. In Diamond City gibt es Antworten, aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh, es ist hell. So hell in den finsteren Gassen, in denen es wandelt. Das ist es, was du tun musst, Kind. Folge den Zeichen zum hellen Herz. Gut, gut. Wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Dann mach das mal. Danke, Mutti Mumfi. Sehr freundlich von dir. Ich will jetzt aber hier weitermachen. Halt. Fatman, dismantle this shit. Was kann man da noch so machen? Den Murph, Mehrwerfer dran kloppen, aber das war's auch schon wieder, alles klar. Halt. Verwerten. Nur 5 Stahl. Dann verwerte ich das Ding nicht. Ich dachte, da kommen jetzt irgendwie 8 Trilliarden Diamanten raus oder so. Nee, nee. Minigun, umbenennen. Und zwar ist es nun die Dike Birdie. Die dicke Bertha. So, ne? Ja. Ich nehme an, das ist so richtig. Ist das jetzt... Achso, die ist direkt nach oben geploppt. Okay. Sehr, sehr gut. Hatten wir vielleicht letztes Mal deswegen das Problem bei der Zachary, weil ich die benannt habe und wir hatten 2 und eine ist nach oben gegangen und ich dachte, hä, ich hätte sie nicht benannt. Und deswegen ist irgendwo auch hier eine dicke Bertha im Umlauf, die ich dann verkauft habe. Hier eine Sack. Eine Ball Zachary. Wahrscheinlich ist das sehr gut möglich. Nein, Kev. Was? Marcy! Ich will nur ein bisschen handeln. Ah! Ich handle einfach mit einer schlafenden Frau. Alles Klärchen, mein Bärchen. Wir müssen hier den Fatman weglegen und die dicke Bertha geht jetzt auch nochmal weg. Fürs Erste. Und dann gucken wir nochmal kurz, was wir hier so verwursten können, was wir verwerten können. Zum Beispiel, die Revolverpistole war schon nice, ne? Das Jagdgewehr geht halt brutal ab. Was hat die 308er? Okay. Ich geh mal hier mit durch. Die hat auch 308er. Impure Repetiergewehr. 37? 34. Okay. Aber vielleicht kann man die halt noch aufbedärseln, ne? Sind wir hier? Ah ja. Die können wir auf 64 wursten. Und was kann man mit der hier unten machen? Das war das, ne? 59. Ich sehe hier dann einfach keine Zukunft hin, aber ich mache jetzt den Repetierer hier wieder weg. Wir nutzen jetzt dann das Jagdgewehr. Ihr seht schon, ich guck hier wieder nach den Patronen, die wir dafür brauchen. Also wir haben jetzt hier eine gute 308er
um eben schön Damage zu machen. Warum ist das gekürzt eigentlich? Keine Ahnung. Ja, kurz, es ist extra gekürzt. Hoppala. Ja, ich mach das wieder mit den Tasten. Wir könnten es jetzt auch normal machen. Auf normale Länge bringen. Sollen wir vielleicht schon Damage draufpacken? Schwerer Schuss. Verschluss. Ich weiß nicht. Ich hätte, glaube ich, hier dann auch gern direkt ein Visier drauf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein Zielfernrohr haben will. Das bockt schon echt mit der anderen Wumme da. Aber wir haben ja unsere Snipe, deswegen brauchen wir das nicht. Dann haben wir hier noch die 10mm Waffen. Da haben wir einmal hier unten die mit 19. Ah, das war's. Alles klar. Dann haben wir noch die 38er. Das Impro-Gewehr, damit schieße ich ja sehr gerne. 16. Und wir haben noch zwei andere 38er, ne? Die Automatikpistole. Ich denke, die werde ich wegmachen. Und wir haben aber noch eine 38er, oder? Ja. Das Impro. Noch ein Impro-Gewehr. Okay. 13. 16. Papa. Dieser Gegenstand kann nicht verwertet werden. Hä? Ach so, weil er so einen Stern hat. Den mit Stern kann man nicht verwerten. Dann macht er irgendwas anderes noch. Der hat dann irgendeinen Zusatz wahrscheinlich. Komm, dann machen wir den halt hoch auf. Wir machen halt einen gehärteten Schuss draus. Und dann verwerten wir halt die da unten. Die Ding da. Die gehärtete Gewehr. Ist halt noch ein Bajonett dran. Das ist wirklich sexy. Das hat uns schon ordentlich Spaß gemacht, mit dem Bajonett da rumzukacken. Mündungsbremsen. Großes Bajonett. Erhöhter Nahkampfschaden. Überlegener Nahkampfschaden. Und ihr wisst, wie gerne ich drauf haue. Aber wir bedazzeln das Ding jetzt nicht so krass, weil, wie gesagt, wir haben ja grundsätzlich die Chance, Leuchtreflexvisier, die Chance auf unglaublich viele andere Waffen. Deswegen müssen wir die jetzt nicht ultramäßig verwursten. Ich wollte jetzt nochmal nur durchgucken hier. Jetzt haben wir noch Schrot, da haben wir auch nur eine, die Schrot verschießt, gell, genau. Und zellentechnisch haben wir auch nur die Lasermuskete. So, und da sind wir wieder ganz gut ausgerüstet. 45er haben wir auch für die Revolverpistole. Vielleicht können wir hier doch nochmal was draufpacken an Damage. Hätte ich natürlich Bock drauf. Was hat die jetzt gerade? 24. Die paar auf 30 kann man aber eigentlich auch verhuddeln, oder? Komm. Es macht Bock! Ich wurde übrigens gefragt, ob ich auch solche Folgen zeige, in denen ich eben baue oder grinde, Sachen farme und so weiter und so fort. Also ich hatte vor, einfach alles zu zeigen. Ich habe jetzt ja auch den Blackscreen so drin gelassen. Also zumindest diesen hier jetzt, das vorhin, da waren dann zwei hintereinander. Und dann ist es nochmal ausgegangen, dann dachte ich mir, gut, ich lasse es jetzt erstmal. Das war einfach zu krass. Aber scheinbar lag es an dem Ort, der irgendwie verbuggt war. Weil jetzt nehmen wir schon. Ich habe natürlich einen verschissenen Taskmanager direkt vor meinem Aufnahmefenster. Ich sehe nichts. Ich sehe nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Ach, räudige Kacke. Wartet mal, ich muss das kurz verschieben. Oder beziehungsweise ausmachen. Ich brauche den ja gar nicht. So. Na, 13 Minuten nehmen wir jetzt auf. Ja. Gut. Wir haben die dicke Bertha umbenannt und weggelegt, dann können wir jetzt eigentlich weitermachen. Natürlich würde ich trotzdem gerne diese verschissene Sache da unten ausräumen, ne? Tempines Buff, jetzt können wir zu euch gehen und sagen, dass wir ganz gut waren und, was sollten wir für die bringen? Medaillon? Nee. Warum ist hier die Textur nicht drauf auf denen? Warum ist das so krepelig? Ah, jetzt kommt sie eingeblendet. So. Ihr habt mir doch gesagt, wie man Waffen wegsteckt, ne? Wie war das? Ah, auf R gedrückt halten. Dankeschön, Boys and Girls. Hey, Farmer. Ich hab deinen Scheiß gemacht. Hast du die Raider gefunden? Ja, sprich mit Zunemund. Das ist gar nicht gruselig. Ich hab mich um sie gekümmert. Im Ernst? Ja. Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Ja. Wir haben uns mal etwas unterhalten. Und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Yeah. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Mhm. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal.
Ja, das Böse ist, ihr seid zu zweit. Also ihr hättet euch jetzt gar nicht großartig sträuben können gegen die Minutemen. Wir hätten euch eh eingenommen. Und dich hätten wir genommen. Komm, wir bauen was. So, wir reißen erstmal den ganzen Scheiß ab. Das geht so gar nicht. Hat das eine Hüttenverstärkung? Ja gut, die wird schon stehen bleiben. Den Beton brauchen wir, Leute. Ganz klar. Dieses Holz benötige ich auch. Sorry, aber es ist so. Auch dieser Stamm muss verwertet werden. Alles, was noch lebt, lasse ich mal stehen. Na, das zähle ich mal nicht jetzt zu lebendem Holz. Das ist eigentlich schon kaputt. Metalleimer braucht ihr auch nicht. Ihr braucht keinen Metalleimer. Nein. Es regnet doch hier oft genug leckeren Fallout. Da kann man dann auch mal drüber hinwegsehen. Oh, das ist mein Bett hier. Eine Mattress. Die haben zwei Stück, oder? In ihrem Haus. Wenn ich mich richtig entsinne, haben die zwei, glaube ich. Oh, das kann, hier. Eine extrem kleine Siedlung, die sie hier aufgebaut haben. Wir bauen jetzt mal noch Schutz. Ich denke, dazu werde ich... Kann ich jetzt hier eine Handelsroute machen eigentlich? Wie kann ich jetzt eine Route machen? Okay, und du? Geht auch nicht. Wahrscheinlich braucht man mindestens zwei oder so. Naja, kann ich vielleicht schon. Habe ich schon genug dabei, um das Ding hier zu... Okay. Leute. We got a problem over here. Was geht hier ab? Was ist denn hier los? Ah, da ist diese Brücke. Supermutanten. Ist das ein Super Mountain? Das ist ein Super Mountain. Oh Gott, sind das viele. Oh Gott, das sind so viele. Granate! Seid ihr behind it? Und es geht wieder aus. Was ist denn jetzt hier? Bild drucken. Jetzt ist irgend so ein Bild offen. Ach Leute, ich werde es mal so belassen mit der Folge und dann gucken, was da los ist. Keine Ahnung. Ich weiß das nicht.